Hallo zusammen, willkommen bei Antea Grow. Heute geht es weiter mit meinem Outdoor Grow Report bzw. Lorenza Update. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich es nennen soll. Ihr seht schon die automatischen, ne? Deswegen ich fange heute mal kurz mit den Pinky und Brain an, so habe ich sie getauft, mit den zwei automatischen Afghanen, die ich draußen stehen habe. Fange ich heute mal kurz an, weil mit denen habe ich echt ein arges Problem zurzeit. Also da sieht man es hier ganz gut an dem Platz. Da ist auf jeden Fall ein Befall. Ich weiß noch nicht was. Es könnten Spider-Mites sein, da sind mich hier so Saugstellen oder Tripse, aber ich habe noch kein Tier vorgefunden. Das ist das Doofe. Bei Spider-Mites sehe ich die eigentlich immer. Sehe ich die da rumlaufen unten an den Blättern, aber da ist nichts, gar nichts zu sehen, auch an den Bissstellen. Finde ich leider nichts. Und ich bin ja hier schon, mache das ja schon lange, aber ich habe auch so einen Befall. Vielleicht habe ich den schon mal gehabt und dann habe ich wieder vergessen, was es ist. Aber ich kann es mir gerade nicht. Ich könnte ja auch ein bisschen googeln, ne? Aber ich mache am liebsten, arbeite mit euch zusammen, mit der Community. Ich gucke mir eigentlich relativ selten Stuff auf YouTube an. Ich lese immer nur Bücher, habe ich schon erwähnt, ne? Deswegen, was sagt ihr dazu? Was meint ihr, ne? Die Pros unter euch, natürlich auch die Anfänger, wenn die schon ein bisschen Wissen haben. Was könnte das sein? Ich habe jetzt schon die Pflanze mit Nebenöl gegossen. Ich habe es jetzt noch nicht besprüht mit Nebenöl, das mache ich dann auch gerne immer noch. Das finde ich ein ganz gutes Mittel. Ich weiß auch von euch, dass es Nematoden gibt, aber da müsste man ja dann noch wissen, was der Befall ist, für welchen Befall man diese Nematoden einsetzen möchte. Der anderen geht es ähnlich. Ich habe auch schon ein unteres Blatt hier, ne? Die zwei, die waren relativ, die ganz kleinen hier, die, da sieht man noch die Stängel dran, die waren ein bisschen weiter weg. Die waren, da waren Blätter am stärksten befallen, die habe ich jetzt einfach mal abgemacht. Die strecken sich sehr, ich kenne das, weiß das auch, deswegen habe ich hier auch einen Ventilator stehen, der immer schön Luft auf die bläst, dass die ein bisschen stärker werden durch den Wind, ne, durch den ständigen. Aber die ist natürlich jetzt auch, das ist nochmal ein anderes Thema, der Sommer geht so langsam dem Ende entgegen und es ist die Frage, ne, ob die noch draußen bleiben können. Sehr wahrscheinlich, das wurde auch schon im Video erwähnt, ich streck die mal so ein bisschen in die Kamera und dann sieht man mehr von denen. Sehr wahrscheinlich müssen die dann irgendwann nochmal rein ins Kunstlicht, aber mache ich halt auch ungern, wenn die einen Befall haben. Was sagt ihr dazu? Was könnte das sein? Und jetzt geht es natürlich weiter an die Lorenza, auch da nochmal schauen. Die hat nämlich keinen Befall bekommen, so wie es aussieht. Gucken wir mal mit den unteren Blättern. Die sehen jetzt nicht ganz so gut aus. Mal kurz, ja, die ist feucht, ne? Da muss man jetzt nichts machen. Auch Lorenza habe ich mit Nebenöl gegossen. Ist natürlich nicht so gut, weil die ja beide organisch sozusagen durch die Erde ernährt werden. Da kommt kein Dünger drauf. Ist nicht so super für das Leben, für das Bodenleben. Ich hoffe, die wichtigen Bakterien, die ich brauche für die Nährstoffaufnahme, haben überlebt. Die Chitinhaltigen sind dann, glaube ich, gestorben oder sind verletzt worden. Dann guck mal hier, das Blatt geht dann auch schon so ein bisschen in die Richtung. Könnte Befall sein oder nicht. Ist schwer zu erkennen auf der Kamera. Das habe ich schon letztes Mal. Jetzt muss ich doch mal drauf drücken. So, na, klappt immer noch nicht. Schade. Ich habe schon letztes Mal mir eine angesprochen. Ne? Guck, kauf dir so eine Linse für dein Handy. Jetzt bin ich hier bei dem Blatt, bei der Blattunterseite. Das kann ich leider nicht scharf stellen. Ja, geht nicht mehr. Das ist jetzt schwierig dazu sagen. Guck, komm noch mal. Ja, es fehlt mir noch am Equipment, ne? Eine gescheite Kamera mit einem gescheiten Objektiv. Da bin ich mir gerade unsicher, was das ist. Kann man das da jetzt? Jetzt kann ich vielleicht das Blatt mal umdrehen. Ich sehe da, das muss man echt mit dem eigenen. Also da sehe ich schon so ein bisschen ganz, ganz kleine Punkte unten dran. Oh, schwer zu sagen, was das ist. Ihr könnt es wahrscheinlich noch weniger sehen als ich, ne? In oberen Blättern. Auch hier. Bewegt sich zu viel. Na, schwierig. Ja, Handy ist natürlich auch nicht die beste Kamera, ne? Aber ja, aber unterm Strich würde ich sagen, Lorenza geht es eigentlich ganz gut, auch wenn die einen kleinen Befall vielleicht hat. Das Doofe ist nur, das ist ja übrigens hier die photoperiodische Sorte, also die eine feminisierte Guerilla Skittles heißt die, also Guerilla Number 4 mit Skittles kombiniert und die blüht ganz normal. Dadurch, dass jetzt die Sonne halt langsam weniger wird, hat die angefangen zu blühen. Ne? Die zwei hier.
Sorry, habe ich das Mikrofon gerade angefasst. Die zwei hier sind ja automatische, ne? Die machen das automatisch mit dem Blühen. Aber die hier, die hat jetzt wegen der Sonne angefangen zu blühen. Und die sieht eigentlich auch ganz schick aus, würde ich sagen. Kann sich auf jeden Fall zeigen lassen. Es ist immer schön, so richtig schön herangehen und die Blüte zeigen. Ach, das gefällt mir. Solche sind nur schöne Einstellungen. Also mit der Lorenza bin ich ganz zufrieden. Nun wird die halt wahrscheinlich auch nicht fertig. Da wird es wahrscheinlich jetzt zu kalt, die Tage, und zu wenig Sonne. Das ist ein bisschen doof. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, dass die auch nicht fertig wird. Mal gucken, was ich mit der mache, weil die hat einen relativ großen Topf. Der ist auch ja richtig, richtig schwer. Da weiß ich nicht, nochmal wieder scharf gestellt, ne, ob ich den wirklich reinbringe, weil da muss ich ja dann ganze Growbox nur für die Lorenza aufbauen. Muss ich mal überlegen, was ich da mache. Muss ich echt mal überlegen, was ich da tun werde. Aber die sieht gut aus, ne? Nochmal in die unteren Blüten reingehen, ne? Da. Ja, das sieht schön aus. Also die sind unterm Strich, gefällt mir ganz gut. Nur halt dieser leichte Befall, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich, wenn ich weiß, was das Pink and Brain haben, die zwei Autos, dann weiß ich auch, was Lorenzo hat. Und die hat das, wie gesagt, nicht so stark. Und ich habe, wie gesagt, auch beide mit Nebenöl gegossen. Also sollten beide hoffentlich jetzt bald mal nicht so gut schmecken für Befall. Das ist ja so mein Ziel vom Nebenöl. Aber wie gesagt, wenn ihr einen Tipp habt, ne, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann kaufe ich Nematoden dagegen. Vielleicht helfen die mir dann endlich mal. Kann ich endlich mal einsetzen? Habe ich noch nicht ein einziges Mal eingesetzt. Okay, gut. In dem Sinne. Könnt ihr natürlich auch gerne sagen, was ihr von Lorenzo haltet. Ne? In diesem Sinne komme ich zum Ende und freue mich, wie gesagt, über eure Kommentare, über euer Feedback. Ich lerne nie aus und freue mich natürlich immer über kleine Hilfen von euch. Aktuell haben wir nur 21 Grad draußen. Ne? Da bleibt er wahrscheinlich auch bei und nachts wahrscheinlich noch kühler. Ja, schreibt mir gerne was in die Kommentare und lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und gerne ein Abonnement, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Es kommen noch viele coole Grow-Videos in Zukunft. Auch Indoor geht es natürlich weiter. Und auch coole Basic-Tipps. Da wollte ich eigentlich heute noch viel mehr produzieren, aber wahrscheinlich schaffe ich das heute nicht. Bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Ich hoffe, das hört man nicht so sehr in der Stimme. Ich freue mich, wie gesagt, eure Kommentare zu lesen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.